Ich habe richtig viel Bock auf eine neue Runde. Mario is missing Don Wright. Wir gehen in das dritte, ja, in das Schiff. Rated Arg. Cool. Ich dachte, jetzt würde so eine Art Geisterschiff kommen, aber... Oh Gott. Ach du Scheiße. Was ist da hinten gerade alles passiert? Fuck this shit. Ich hab den Stern super genutzt, ne? Mushroom! Wie lange hält der denn? Ja, siehst du, ich hätte da viel mehr gebraucht. Oh, so viele Boomerang Bros! Oh Gott! Der erwischt mich nicht, der auch nicht. Okay. Yay! Was ist das für eine Musik, Alter? Na gut, okay, müssen die Hacker wissen. Ich will immer Entwickler sagen, aber sind sie ja so gesehen ja gar nicht. Ich hab einen Pilz. Och, boah! Nein! Ey, du cleverer Bastard, was? Ach so, okay. Lol. Okay, wir haben's. Schönes Level. Ja, die Level gehen alle relativ schnell. Aber wo ist das Problem dabei? Da oben geht's weiter. 3-4, kein Secret. Bombshock Beach. Bombshock. Geh mal weg. Was schießt das? Kugelwillis oder Bomben? Ja, hätte ja auch sein können, dass da Bomben rauskommen. Ja, okay, aber da sind Bomben. Bomben. Oh, ist die Musik geil. Bam, Junge, bam, Junge. Nee, oh, der schmeißt auch noch Bomben. Oh, die sogar... Ach du Sch... Oh, oh. Leute, wir sind doch nicht im Krieg. Na gut, okay, wir sind im Krieg gegen Bowser, aber das ist doch nicht... Ah, genau, spring nicht selbst. Ja, jetzt habe ich ein Problem. Oh, 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 oh! Ich mache die größten Stunts und überlebe es auch noch. Wo ist Jackie Chan! Da ist Jackie Chan! Jawoll! Das wird... Oh! Das wird eine lustige Folge. Bii! Oh! Style! Was war das denn gerade für eine Scheiße? Ich kann die in der Luft abfangen. Okay, da schmeißt also gezündete Bomben. Ja gut, okay. Ist ja logisch. Er hat sich damit gerade selber umgebracht, der Trottel. Yay! Okay, das Level hat Spaß gemacht. Fortress. Floated Fortress. Ich habe gedacht, dass es so ein Unterwasser-Scheiß wird. Oh Gott, mit Steigen und Sinken im Wasser auch noch. Ja, das wird bestimmt später nochmal vorkommen. Nur statt Wasser wird das Lava sein. Bin ich mir fast sicher. 100 Pro. Okay, hier ist ein Castle. Und hier ist es generell eigentlich ein bisschen schwerer. Also müssen wir ein bisschen aufpassen. Jetzt müssen wir ernst machen. Oh Gott. Der Thrump ist da ein bisschen ungelegen. Diesen Grafikglitch haben wir auch gerade eben kurz mal ignoriert. Einfach mal schnell. Böse. Gottes Scheiße. Ich hab Pilz. Und keine Furcht zu benutzen. Yeah.
Oh Gott! Ja, Luigi Point! Das war gemein. Ja, ich hätte auch einfach warten können, ich dummer Gierschlund. Seht ihr das? Die Stacheln, die hängen so leicht vom Rand entfernt, also... Drüber springen? Geht. Nächstes Mal benutze ich einen Spin Jump. Man kann unter Wasser nicht mal einen Spin Jump einsetzen! Ach du Scheiße. Ich sollte zum Singunterricht gehen, wenn das so weitergeht. Bum bum, mit steigendem Wasser. Ne, bum bum, generell unter Wasser. Ich bin denn doch auf seine Schädeldecke gesprungen. Warum? Okay, wenn ich den Safe State gemacht hätte, hätte ich den geladen, weil das sehe ich nicht ein. Ich bin ihn doch auf seine Schädeldecke gesprungen. Oh, tricky moves. Ja, ich gehe ja schon zu dem Fritzen da wieder zurück zu Flit. Item Hood. Flitz Haut. Okay, mal schauen, ob das jetzt was wird. Ich hoffe es mal. Nach oben lang. Floated Fortress. Sobald irgendeine Assi-Stelle auftaucht oder ich kurz vorm Tod bin und eine Assi-Stelle auftaucht, ne, mach mal, wenn ich kurz vorm Tod bin, also wenn ich klein bin und eine Assi-Stelle auftaucht, dann nutze ich meinen Stern. So, jetzt gehe ich auf die... Du bist so ein hässliches, dreckiges Kackviech! Nein! Ich hab doch auf Shift gedrückt! Ach, das ist doch... Warum gibt mir Flirt keinen Pilz? Wollte ich doch viel mehr. Na gut, okay, dann hätte ich eine Feuerblume hier bestimmt. Hätte mir hier eher weniger was gebracht. Oder habt ihr schon mal versucht, einen Knochen anzuzünden? Ist nicht sehr leicht. Es ist aber schwer, so dumm zu sein wie ich. Oh Mann, was mache ich da jetzt eigentlich für eine Scheiße? Der Stellenarm, der hält doch ziemlich lange. Ich könnte ihn jetzt eigentlich sofort einsetzen und dann hier einfach durchrushen. Wisst ihr was, das mache ich jetzt auch. LOL! Okay, damit hätten wir auch das Geheimnis von diesen rotierenden Stacheldingern gelöst. Von diesen rotierenden Stacheldingern gelöst? So, ich hoffe, dass der... Das ist nicht dein... Geh in die Tür rein, Luigi! Warum? Seht ihr das, warum? Es gibt keinen Grund, warum ich da sterbe! Ey, ist das ein Buggy-Spiel? Musik ist so geil. Okay. Jetzt ist Rache. Jetzt ist Rache.
mich nicht gucken. Das ist so geil, diese Mucke, Alter. Hat er sich da richtig gut was ausgesucht. So, und ich weiß, dass ja in Toadhäusern der Checkpoint nicht deleted wird. Deswegen kann ich jetzt dort wieder weitermachen. Jetzt fick ich die alle ins Knie. Wie Mr. Garrison sagen würde eventuell. Was kriege ich da? Ohne Fehler. Oder nee, der hat ja gesagt, wir ficken sie alle zu Tode. Der Garrison. Okay, so weit, so gut. Das ist Button Smashing Castle hier drin. Kann ich auch die Swamps? Nein, kann ich nicht. Jetzt aber. Ne. Ich mache jetzt was. Ich mache ein Safe State. Seht ihr, es ergibt keinen Sinn. Das sehe ich nicht ein. Warum? Es ergibt null Sinn. Warum war das jetzt ein Treffer und... Ich kapier's nicht. Ja, sorry, ne? Ich wollte eigentlich keinen Safe State benutzen, aber irgendwie ist der Boss buggy. Ihr habt genau gesehen, wie ich auf seine Schädeldecke gesprungen bin und ich bin stattdessen gestorben. So, jetzt aber Schluss mit Safe States hier. Aber das musste jetzt sein. Ich kapier's nicht. Nächstes Level. 3-5. Lass uns davon nicht einschüchtern. Sunken City. Okay, nette Musik. Und hier gibt's keinen Sekret-Exit, also. Der Knutschfisch da. Ah, ist eingeschlafen. Die Musik ist echt schön. Da ist noch ein Knutschfisch. Oh, fuck! Schlaft ein! Okay, ich glaube, sie pennen wieder. Okay, da ist der Safepoint. Nein, sie pennen nicht, aber egal. Plack, plack. Die Musik ist super. Muss ich ein bisschen lauschi-lauschi machen? Okay, das war ein schönes Level. Bisschen seltsam, aber okay. Nö, extra Leben!
Yay! So, was haben wir jetzt hier? Das Geisterhaus. Restless Resort. Gibt's hundertprozentig ein Secret Exit, aber ob ich mir die Mühe mache, danach zu suchen? Alle Coins einsammeln? Nö. Bin ich hier? Shit! Was ist denn das für eine Musik? Okay, sie hat irgendwas. Ah, da muss ich das Wasser ansteigen lassen, aber wie? Vielleicht wird es ja da unten irgendwo weitergehen, aber das ist nicht der Fall. Dann ist da vielleicht in einem dieser Blöcke ein P-Switch oder sowas drin. Eine Feder, ist auch nicht schlecht. Aha, aha, aha. Was macht der? 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 Er lässt das Wasser ansteigen, als ob ich es nicht geahnt hätte. So, jetzt lass mich da durch. Okay. Viele, viele Coins. Boo Rings! Oh, scheiße, ey. Aber die Geister töten mich wenigstens nicht. Eine Bibliothek! Er hat sich echt viel Gedanken über Custom Sprites gemacht. Respekt, mein Freund. Respekt, wer es selber macht. Switch. Damit kann ich doch bestimmt was Besseres anfangen, außer an die dumme Starcoin ranzukommen. Aha. Aha. Okay. Dankeschön, Geist. Und jetzt hätte ich gerne das da. Ach, das ist so ein kleiner Raum. Gib mir das da mal. So, was macht das? Es lässt das Wasser ansteigen und so eine Secret Door erscheinen. Und Exit. Wie geht denn das Spiel? Ach stimmt, die haben ja gesagt, fliegen geht hier nicht mehr. Ja, das ist aber okay. Das finde ich okay. Ein Level kann man noch machen. Auf das Secret Exit pfeife ich mal drauf. Auch wenn es... Gibt es ja überhaupt eins? Es sieht auf der Karte nicht so aus, als ob da eins geben würde. Na egal. Nächstes Level, 3-6. Just kicking it. Nette Musik. Oh nein. Kannst gleich abhauen. Oh shit. Nein! Ach Mist. Lass mich da wieder rein. Just kicking it. Und da hat sich es gelohnt, den roten P-Switch zu aktivieren. Sonst wären wir hier jetzt wohl ziemlich aufgeschmissen, so wie es ausschaut. Du kleiner Penner. Wow. Oh Gott. Yoshi? Hier? Es gibt Yoshi. Dessen Zunge ein bisschen seltsam aussieht. Okay. Haben wir jetzt also einen Yoshi bei uns. Und er kann keine Chucks fressen. Und da hatten wir einen Yoshi. Geh weg. Eigentlich wollte ich ja die ganzen 8-Team-Coins nicht sammeln, aber
Wenn sie mir schon mal so auf Serviertablett, auf ein Silbertablett serviert werden. Auf ein Serviertablett gesilbert werden. Dann nehme ich sie natürlich an. Komm her, du Drecksding, du Fuck. Kleiner Penner. Komm her! Komm her! Dich zerstampf ich! Kommt da was raus? Nein. Oh, hier sind jetzt. Fangen die jetzt schon wieder an mit den Chucks hier? Das sind so ziemlich die schwulsten Gegner, die es in der Mario-Geschichte gibt. Exit! Yes! Lass mich raten, es ist Wendy's Castle. Wenn es ja schon mal Wasser ist, wird es so sein. Drei Castle, damit noch im nächsten Part weiter. Ciao, Leute!